Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Crash Bandicoot 2. Cortex schlägt zurück. In der letzten Folge haben wir den grünen Edelstein und einige andere Edelsteine bekommen, also noch einen, glaube ich, ja. Und sind in diese Wegrennen-Level mit den Bären gelandet, haben eine komischen, sind in den Abgrund gesprungen, haben einen komischen Bonus bekommen und ja. Jetzt sind wir hier voller Level Totally Bear und da fehlt uns ein Edelstein, also gehen wir mal da rein. Weil, warum nicht? Keine Ahnung. Scheiße, die restlichen beiden Kisten. Oder irgendwie sowas. Ne, das ist wieder eine andere Level. Oh mein Gott, ne. Dunkel Level? Mit Bruder? Joink, joink. Das wird ja ein Spaß. Aber stelle ich mir trotzdem nicht so schwierig vor wie die anderen. Oh ja, da muss ich glaube ich rennen. Oh, ist süß. Ja, da wird ein Spaß. Ich will mal gerne irgendwie automatisch irgendwie da hinkommen zu diesem Bonusraum. Ja, mit der 1. Geht dann auch. So. Das war doof, da muss man auch rennen. Das ist gut, Pola. Mann, mit deinen coolen Augen. Ich vermisse es irgendwie, ob man nämlich sehen kann, wie viele Kisten in dieser Level sind. Das hat Crash Bandicoot 3 natürlich wieder verbessert. Bei solchen Funktionen überrascht es auch nicht, dass irgendwie Crash Bandicoot 3 einer der erfolgreichsten Crash Bandicoot Spiele ist. Wahrscheinlich kommt ja auch nirgendwo ein Checkpoint, ne? Aua. Aua. Was für kurze Sprünge hier verlangt werden, schon wieder. Menno. Meine Leben, die gehen dahin. Einfach so. Ich meine schon, wie die Level beginnt, ne? Das ist auch schon direkt ein Abgrund. Was? Ich bin noch gerannt, Mann. Also Pola meine ich natürlich. Buh. Wenn hier kein einziger Checkpoint ist, dann werde ich Probleme kriegen. Im Kopf. Da guck ich ja an. Kannst du schon locker runterfallen. Komm, komm, komm. Wupp. So. Ich hab dich verpasst. Ach. Was? Warum 11? Ich habe doch 2 verpasst. Wenn ich schon hier reingehe, dann möchte ich auch alles haben. So selbstverständlich, Mann. 1, 2, 3. 4. Und 6, 7, 8. Was sind jetzt noch 13, 14? Was? Ja, ich habe immer... Checkpoint. Nein! Ja, ich hab ihn verpasst, Gott sei Dank. Ich habe ihn verpasst, oder? Nein! Ey, willst du mich... Aber ich komme jetzt nicht in dem Warp-Raum aus. Was? Willst du mich verarschen? Ey, oh... Nein! Ich glaube, das tue ich mir bis zum Ende aufbauen. Mann! Warte mal, kann ich nicht einfach laden? Dann komme ich da auch wieder dahin, ne? Ah, ich habe jetzt gar keinen Bock, den ganzen Part hier ranzuhängen. Wo sind denn hier noch so bunte Kristalle? Hier hätte ich gerne. Road to Ruin. Unbearable. Ich suche jetzt erstmal die bunten Dinger. Der kann mich nicht aufhalten. Boah, dämlich. Ich hätte nur einen Checkpoint hier treffen müssen. Ist das rot? Weiß nicht. Behaving. Oh nein, das ist eine doofe Level, das weiß ich noch. Cold Hard Crash. Ja. Alles nicht so einladen. Mal hier rein.
402 über irgendeinen, wenn ich schon stolpern. Oh Mann, das ist doof mit dem Level. Mal ganz ehrlich. Bin ich ja auch aufs Screen reingegangen? Ich weiß das gar nicht. Ja. Ich habe ja nichts gefunden, glaube ich. Ist das nicht toll? Nein, nein, abgelehnt, abgelehnt. Ist da irgendwas blöd? Ey. Mano. Ach man, das fängt schon an dem Viech. Keine Ahnung, manchmal habe ich so das Gefühl, ich sollte abbrechen, hier 100% erledigen zu wollen. Ich glaube, das überfordert mich ein bisschen. Aber ich habe mich noch nicht geschlagen, hallo? Ich werde auch gelacht, Mann. Ja. Nee, ich muss ja auch runterfallen. Hier bin ich auch durchgerannt, das weiß ich. Doink, doink, doink. Also ja, da stimmt der 5. 2, 4. So, mit einem Edelstein möchte ich aber mindestens in diesem Party rausgehen. Ich habe gelacht. Ich weiß, dass ich hier keinen gefunden habe. Alles putt, okay. Weil diese Bärle, die ist ja auch richtig nervig gewesen, ganz ehrlich. Ich habe den Checkpoint nicht berührt, ganz. Ach. Okay. Was zum. Was habe ich hier aktiviert? Ich dachte mal, wären die Kisten da oben, aber die sind schon da gewesen anscheinend. Ich komme einfach zurück und gucken, was da ist. Nix. Was? Hä? Ich dachte mal, wären die Kisten da, die da oben waren, aber die sind anscheinend schon so da. Was habe ich hier verpasst? Da ist auch nichts, was in Zukunft kommt, oder? Oder doch? Oder ist das Ding? Ich bin schon paranoid hier. Was ist? Auch mit dem Dreck. So, hier ist so ein Ding. Wahrscheinlich dürfte ich wieder nie sterben, ne? Das machen wir nochmal anders. Oh Mann. Nochmal da rein. Wahrscheinlich brauche ich das Ding auch wieder, um alle Kisten oder so zu bekommen. Die haben ja auch nur wenig gefehlt, das weiß ich. So, vorsichtig. Zeitmäßig muss da bestimmt nicht hin, ne? Oder vielleicht muss ich ja wieder keine einzige Kiste kaputt machen. Ja, das kann ich schon vergessen wieder. Mann!
Aha. So verdammter Pinguin. Bin ich überhaupt dazwischen gestorben? Ich weiß auch gar nicht mehr. So viel einfach mal. Ich kann mir einfach nur vorstellen, dass das ist. Boah, 10 Minuten, wir haben noch nichts geschafft. Das ist. Warum muss der mit dieser Bärle so kacke sein? Nase kratzen, okay. So. Geh mir aus dem Weg. So, jetzt ganz einfach bis da hinten hin rennen. Wenn das nicht klappt, dann weiß ich nicht. Nix kaputt machen. Boah, Hilfe! Bin ich hier schon bei der Frick? So, gehen wir einfach weiter. War ja nicht so weit weg von hier aus, glaube ich. War doof. Warum mache ich das? Denn noch ein paar Wumpa-Früchte, Mann. Wer ist hierfür? Ich bin auch nicht gestorben von da aus, ne? Okay. Anfang, aber das ist doch egal. Wenn man von Anfang an wieder beginnt. So, da ist das Powerteil. Ich weiß auch nicht, ob das Checkpoint was bringt, aber versuchen wir mal. Oh ja, ja. Oh ja, super. Ja, super. Genau noch Kisten, leck mich. Jeder war jetzt nur für den normalen grauen Edelstein, ey. Hilfe. Der drauf, Mann. Warte, okay. Guck mal her. Was? Oh Mann. Wie soll ich denn das machen? Dann ist das, ja. Oh, ich kann von hier aus machen, okay. Super, dann nochmal zurück, weil da muss ich jetzt alle Kisten fangen. Sammeln. Fast. Oh Mann. Zwei Edelsteine, was tut ein Mensch nicht dafür, ne? Oder ein Bandicoot. Ich bin kein Mensch. Was? Ja, macht Spaß. Wenn man weiß, was man tun muss, ist es nicht so. Zurück kommt der Checkpoint davor. Wenn er verschwinden würde, ne, dann, also das Teil mit dem Bonus, dann weiß ich, dann würde ich ausreißen, was weiß ich. Mir ist zwar immer noch ein Rätsel, wie ich das machen soll, aber, naja. Geh weg. Ha. Danach fehlt mir immer noch irgendwie ein Edelstein, eine Kiste. Da will mich richtig ankotzen. So ganz extrem derbe ankotzen. So. Das war schon wieder knapp. Und zack. Aua. Aua. Ja. Ja.
So, und dir. So. Was läuft? Wir erreichen was und das ist das, was mich froh stimmt. In dieser Session. Wenn ich wieder innerhalb von ein, zwei Stunden nichts erreicht hätte, dann hätte mich das richtig derbe angekotzt und das war doof. Ah. Muss doch nicht, Mann. Ja, jetzt hab ich. Jetzt muss ich aufpassen. Ja. Aber du hast ja eine Herausforderung für mich jetzt. Zack. Lass wieder ein Akku. Boah. So. Jetzt irgendwie das hier schaffen und ich werde beinahe darunter gefallen. So, wie soll man? Keine Ahnung. Jupp, geil. Schaffe ich doch gar nicht mehr da vorbei. Vor allem, ich muss ja nochmal zurück anscheinend. Da war gerade noch ein Leben. Ich sehe schon, das Level wird mir gefallen. Keine Ahnung, ich konnte mich irgendwie nicht entscheiden, ob ich mich drehen oder rutschen sollte. Der hat mich voll übermannt. Die Entscheidung. So, jetzt ohne Aku-Aku hier durch. Geil. Das war geil. Ist irgendwo ein Aku-Aku in der Nähe? Nein. Verdammter Dreck! So, vollste Konzentration. Das kann ich, glaube ich. Sowieso nochmal zurück, oder? Ja, muss ich zurück. Ja, so weit. Mann, hör auf damit. Kann man Akku raus? Ich weiß auch gar nicht mehr. 72 Kisten, leck mich. Wow. Ich muss ja so oder so nochmal zurück. Wahrscheinlich muss ich einige hier am Leben lassen. So einige Kisten, habe ich so das Gefühl. Wenn ich irgendwie weiterkomme. Ja, da ist ein Akku-Akku, geil. So, fall da runter. Du Pisser. Jupp, geil. Nein, fast. Wie soll ich denn da wieder durchkommen? Habt ihr sie eigentlich noch alle? Ich muss ja gleich den ganzen Weg nochmal zurück. Boah, jetzt krieg ich eine Akku-Akku-Maske aus Mitleid. Ey, Mann. Ich meine, gut eigentlich. Das ist irgendwie so ein, weiß ich nicht, die Scheiße. Ich hoffe, ich kriege auch irgendwie so einen normalen Edelstein hier. Nein! Nein! Wie zum Teufel habe ich das überlebt?
Hör auf damit! Nein! Nein! Mann! Was ist denn das, Mann? Ich konnte mich da nicht mehr ausbalancieren, Mann. Wie oft habe ich jetzt Mann gesagt? Mann! Wupp! Ach. Ach. Ich glaube, da war noch was, egal. So. Vorsichtig, Mann. So, jetzt sind meine Chancen ein bisschen besser, hab ich so ein Gefühl. Runter. So, jetzt aber. Oh Mann. Voll geil. Nein, ich muss doch noch mal. Boah. Wir haben Edelstein. Das ist mir jetzt erstmal vollkommen egal. Wir haben einen geholt und das ist das Wichtigste erstmal. Fortschritt. In dieser Session. Und ich muss noch mal zurück. Um die in den Kisten Edelstein zu bekommen. Also warum tue ich die jetzt eigentlich alle kaputt machen? Ich krieg den nur sowieso jetzt nicht mehr. So, einfach eine Hause und eine Pause. Eine Hause und eine Pause. Eine Hause und eine Pause. Wer weiß, wo das ist. What? What? Nein. Boah, dann mache ich auch eine Pause von dieser Level. Ganz ehrlich. Da ist der Horror. Der Horror. So. Boah, muss ich den ganzen Dreck da nochmal durchrennen. Guck ich da an, 155, wer macht denn sowas? War eine andere Level. Nachdem ich den Part hier beendet habe, natürlich. Aua, jetzt habe ich mir das Knie gestoßen. Autsch! Ah, Edelstein, yay! Ja, ist gut, kein Grund zu tanzen. Wirklich nicht. Okay, dann würde ich sagen, ich beende die Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play. Gespeichert. Entschuldigung. In der nächsten Folge von Let's Play Crash Bandicoot 2. Cortex schlägt zurück. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge. Tschüss.